Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, ich wende mich heute direkt an Sie, weil wir uns auch hier in Augsburg in einer entscheidenden Phase der Corona-Pandemie befinden. Es ist nicht zu leugnen, die Lage ist ernst und wir können sie nicht ignorieren. Dennoch, wenn wir alle rücksichtsvoll und vorsichtig miteinander umgehen, können wir gut durch diese Krise kommen. Dies ist die gute Botschaft an uns alle in diesen so merkwürdigen Tagen. Wir können durch unser eigenes Handeln die Dinge zum Guten wenden und sind dem Schicksal der Pandemie nicht hilflos ausgeliefert. Zuallererst möchte ich jedoch Danke sagen. Mein Dank gilt allen, die seit Monaten und gerade auch jetzt Verantwortung übernehmen, die Kontakte einschränken, private Feiern und Treffen absagen, sich an die Regeln halten, auch wenn es oft wehtut. Wir verzeichnen seit Tagen stark steigende Fallzahlen. Die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen liegt deutlich über 100. In den letzten 2 Wochen hat sich die Lage bei uns in Augsburg täglich verschärft. Der Altersdurchschnitt der Betroffenen steigt. Immer mehr Menschen müssen wieder im Krankenhaus behandelt werden. Unser Gesundheitsamt arbeitet unter Hochdruck, um Infizierte zu erfassen und Kontaktpersonen zu benachrichtigen. Nur so können Infektionsketten unterbrochen und eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert werden. Denn auch ohne den Ausbruch der Krankheit kann das Virus weitergetragen werden. Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird die Nachverfolgung jedoch immer schwieriger. Corona kann uns alle treffen. Sie, mich, die Seniorin, den Fußballprofi. Eine Ansteckung ist überall und jederzeit möglich, auch unbemerkt. Keiner muss sich also schämen, weil er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Schämen muss man sich aber dann, wenn man eine Infektion verheimlicht oder Kontaktpersonen verschweigt. All dies beschleunigt die Verbreitung des Virus und ist schließlich mit eine Ursache dafür, dass wir mit Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Sperrstunde das normale Leben in Augsburg einschränken müssen. Ich verstehe, dass Sie sich über diese Einschränkungen ärgern, dass Sie davon genervt sind. Da geht es Ihnen nicht anders als mir. Vieles bleibt gerade auf der Strecke, und zwar bei allen Altersgruppen. Ich denke an Jugendlichen, die gerade aufs Feiern mit Freunden verzichten, Familien, die ihren Urlaub absagen oder Großeltern, die ihre Enkelkinder nicht besuchen können. Aber warum sind wir bislang so gut durch die Krise gekommen? Weil wir aufeinander Acht gegeben haben, weil wir Rücksicht genommen haben, weil wir uns an die Regeln gehalten haben. Wir alle, auch ich, haben uns dieses Jahr 2020 ganz anders vorgestellt. Wir sind inzwischen Corona-müde, mögen von Regeln und Maßnahmen nichts mehr hören. Doch trotzdem ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass wir alle überall dort, wo sich Menschen begegnen, im öffentlichen wie im privaten Raum, die Schutzmaßnahmen und Regeln strikt einhalten. Abstand halten, Maske tragen, soziale Kontakte außerhalb der eigenen Familie reduzieren und wenn möglich so oft wie möglich zu Hause bleiben. Das sind mehr denn je die Gebote der Stunde. Wir tun das für uns und unsere eigene Gesundheit, aber vor allem auch für die Gesundheit derer, die mit einer Erkrankung zu kämpfen hätten. Wir tun das, damit so lange wie möglich Präsenzunterricht an den Schulen und Betreuung in den Kitas stattfinden kann. Wir tun das, damit es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt, mit allen Folgen für unsere Unternehmen und unsere Arbeitsplätze. Wann sich die Lage entspannt, ob die aktuellen Maßnahmen ausreichen, wie das Weihnachtsfest dieses Jahr aussehen wird, die Wahrheit ist, dass ich Ihnen darauf keine Antwort geben kann. Dies hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens in den nächsten Tagen und Wochen ab. Wie es weitergeht, entscheiden auch wir gemeinsam durch unser Handeln und unsere Achtsamkeit füreinander. Bitte halten Sie durch und informieren Sie auch Ihr Umfeld über die aktuelle Lage und die geltenden Maßnahmen. Nur gemeinsam können und werden wir diese Situation meistern. Aktuelle Informationen bekommen Sie im Internet auf augsburg.de. Bitte bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich
und auf andere auf.